Hallo Leute, heute wechseln wir die Bremse hinten an einem Golf 5. Wie das gemacht wird und was zu beachten ist oder wie die Bremsscheibe und die Bremsklötze zum Schluss aussehen, wie die sich voneinander unterscheiden, links und rechts, das würde ich euch zum Schluss mal zeigen. Ich würde sagen, wir reden nicht viel, legen direkt los. Auf geht's! So, die Sitzgelegenheit ist fertig, wir können loslegen. Ja Leute, an dieser Bremsscheibe kann man schon richtig erkennen, dass hier gar keine Kante mehr da ist. Hier ist noch eine da, hier nicht. Also hier hat schon der Bremsbelag, heißt die Rückenplatte vom Bremsbelag, die Kante weggeschliffen. Heißt also, hier ist allerhöchste Zeit, den Bremsbelag zu wechseln. Ich bin echt gespannt, wie das auf der anderen Seite aussieht, ob die genauso verschlissen ist. Ja, wie wechselt man die Bremse hinten? Geht nicht so wie die Bremse vorne, also speziell bei VW, Audi, Seat, Skoda und bei vielen anderen Modellen ist das hier ein bisschen anders. Da kann man die nicht einfach zurückdrücken. Dafür muss man die abbauen und da braucht man ein Spezialwerkzeug. Ja, und da zeige ich euch mal, wie das geht. Als erstes brauche ich hier einen 15er. Den lege ich hier hinten drauf. Und dann mit dem Ring ist hier ein 13er. 13er Schraube, 15er gegenhalten und so. Und los geht's. Boah, ist die fest. Die ist richtig fest. So, hier haben wir so eine Schraube, die ist von hinten reingeschoben und die kommt zur Seite. Und das gleiche jetzt nochmal unten. Gegenhalten. 13er drauf. So, um den jetzt hier runter zu bekommen, mache ich den Schlüssel hier rein. Einer kommt hier, einer kommt hier. Oh, jetzt sehe ich schon das erste. Ich habe die Handbremse nicht gelöst. Die muss erstmal gelöst werden. So, die Handbremse ist gelöst. Heißt also, ich gehe hier rein und dann. Und so sieht das Ganze aus. Schaut euch das mal an. Boah, der Bremsbelag sitzt fest. Das ist schon mal der äußere. Der hier sitzt fest. Den müssen wir irgendwie runterklopfen. So, dafür nehme ich mir einen Körner. Und der Bremsbelag ist ab. Hier einmal im Vergleich. Schaut mal, wie viel Belag der hat. Da ist gar nichts mehr drauf. So, und jetzt müssen wir hier ein bisschen klopfen, damit die Bremsscheibe runterkommt. Ah ja, siehst du, guck mal, die ist sogar lose gewesen. Das Schöne hier, guck mal, die Bremsscheibe geht einfach so ab. Die schauen wir uns gleich noch einmal auf der Werkbank an. Umso wichtiger ist es hier, die Schäfte richtig zu reinigen, weil der Bremsbelag gerade so feste war. Deshalb nicht an Mühe scheuen, hier muss richtig was runter, der ganze Rost, das muss alles ab. Ich gucke immer einmal, funktionieren die, sind die gangbar? Wenn die gangbar sind und gut gangbar, nicht klemmen, dann lasse ich die so, dann ist das wunderbar. Dann hole ich die nicht raus und fette sie nicht. Sollten die ein bisschen fest sein und klemmen und man spürt, da ist kein Fett drin, es läuft trocken,
dann muss da unbedingt Fett rein. Nicht zu viel, ein bisschen. Und jetzt drehen wir den Bremskolben zurück. Ja, um die Bremse hier hinten zurückzudrehen, da habe ich mir so einen Koffer besorgt. Und da ist einmal ein mit Linksgewinde, ein mit Rechtsgewinde. Ich glaube, ich brauche den hier und so einen Adapter werde ich benötigen. Und das hier wird benötigt. Das ganze Zeug, das baue ich mir zusammen. Einmal so. Der kommt hier drauf. Und den kann man vorher anprobieren hier, ob der passt. Ja, der passt wunderbar. Der muss da nämlich in zwei Löcher reinpassen. Ja, und dann. Einmal für euch. So. So geht er da rein. Ja, und jetzt muss da einfach gedreht werden. So, fertig. Und da ist der Bremskolben jetzt ganz unten und wir können mit dem Rückbau beginnen. Was bedeutet also, als erstes hier ein bisschen einfetten und dann die Bremsscheibe und Bremsklötze rein. Ja, zum Einfetten, da nehme ich mir einfach ein Stück von der Verpackung vom Bremsbelag. Mach das hier drauf und dann fahre ich hier einfach drüber. Bremsscheibe Nummer 1. Die muss ebenfalls hier, ich sehe schon hier so ein bisschen Fett drauf. Kann man das erkennen? So, hier muss ich auf jeden Fall abputzen und dann kann ich die drauf machen. Diese Narbe, die sieht mir ziemlich sauber aus. Da ist ja gar kein Rost. Hier werde ich jetzt nicht drüber schmiergeln. Da mache ich einfach die Bremsscheibe drauf. So, der Bremsbelag hinten. Da haben wir einmal, das ist schön, hier haben wir zwei neue Schrauben. Wobei, zwei, vier. Ich dachte schon, zwei. Weil wir haben schließlich pro Seite zwei abgemacht. Und dann haben wir Bremsklötze. Und hier könnt ihr sehen, hier ist gar kein Verschleißkontakt mit dran. Das Auto hat keinen Verschleißkontakt hinten und deshalb kommt der Klotz hier und der wird hier reingeschoben. So, seht ihr, unbedingt darauf achten, dass die auch hier schön locker reinpassen. So, und dann kann auch schon der hier rein. So, hier diese Bolzen, die Hülsen reindrücken, damit der Träger drauf geht. Zack, sitzt. Und dann können die Schräubchen angesetzt werden. Thank you.
Ja Leute, die Bremse hinten links ist fertig. Ich mache noch die rechte Seite und danach schauen wir einmal in den Bremsflüssigkeitsbehälter, wie viel Bremsflüssigkeit drin ist. Wenn wir uns das angeschaut haben, schauen wir uns auf der Werkbank nochmal die Bremse hinten an. Immer wenn man etwas an der Bremsanlage macht, muss man die Bremse prüfen, auf Druck prüfen. Und speziell wenn man die Bremsbeläge wechselt, ist es ganz wichtig und unerlässlich, die Bremse auf Druck zu pumpen. Hierbei muss man das Bremspedal betätigen, aber nicht bis Anschlag. Immer nur ganz leicht. Schaut euch das an. Nur so. Ganz leicht drücken, bis man einen Widerstand merkt und dann immer noch pumpen, pumpen, bis das Pedal hart wird. So, jetzt ist das Pedal hart und dann drücke ich einmal fest zu und halte es fest. Und das Pedal darf nicht verschwinden. Und es ist egal, was ihr macht, ob ihr einen Bremsschlauch macht, ob ihr einen Bremsbelag macht, egal was. Oder ob ihr einfach nur mal die Bremse runternimmt und wieder drauf macht, ist es ganz wichtig, das hier zu machen. Denn wenn ihr das nicht macht, fährt ihr mit dem Auto los, habt ihr erstmal die nächsten drei Bremszüge keine Bremskraft, gar nichts. Nicht mal die Handbremse funktioniert, weil die Bremsbeläge nämlich noch auseinandergefahren sind. Die müssen nämlich an die Bremsscheibe rangefahren werden. Jetzt kann man mit dem Auto ganz normal fahren. Ja, zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Bremsflüssigkeit. Da müssen wir gucken, dass die bei Maximum ist. Und hier schwappt sie bei Maximum hoch und runter. Und da würde ich sagen, ist das in Ordnung. Ja, schauen wir uns die hintere Bremse einmal im Detail an. Hier ist mir aufgefallen, dass hinten links ein Bremsbelag komplett runtergefahren ist. Und hinten rechts die Bremsbeläge ganz gleichmäßig abgefahren sind. Schaut euch das mal an. So. Hinten links und hinten rechts. Seht ihr das? Also der eine Belag, habe ich ja vorhin schon gezeigt, hat gar nichts mehr drauf. So, und der sieht noch ganz gut aus. Ja, zu den Bremsscheiben kann man hier ganz gut erkennen, das zeige ich euch auch mal. Seht ihr, die eine Bremsscheibe hat gar keine Kante, und zwar die hier. Die hat hier gar keine Kante mehr, weil die vom Bremsbelag abgefahren wurde. Weil der Bremsbelag komplett runter war. Ja, Leute, das war How to Bremse hinten. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Kritik oder was auch immer. Postet in die Kommentarbox, was das Zeug hält. Ich freue mich über jede Anregung, über jede Idee, die von euch kommt. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao, Herr Schrauber.